So, da sind wir wieder, hoffentlich mit der letzten Runde unserer Rotweinverkostungen. Nicht nur große Gewächse gibt es gerade, sondern Spätburgunder querbeet. Es ist wahrscheinlich nicht die Software von der Kamera, sondern es ist wahrscheinlich mein dämlicher Rechner, der immer wieder mal spinnt. Ich kann gerade wenig dagegen machen. Deswegen machen wir dann ganz kurz Pause, wenn wir sehen, dass er spinnt. Aber das hoffen wir nicht. Und jetzt hoffen wir, dass er nicht mehr spinnt. Und machen schnell. 3, 3, 0, 1. Achso, ja. Habe ich das schon? Ist das schon das? Ja, ja, ja. Okay. Tabakig? Ja, so hell tabakig. Sehr vegetabil. Schon, das ist Suppenkräuter, das ist Wurzelgemüse, das Pilze. Ja, aber das gehört auch rein, das ist ja Spätburgunder typisch. Physiologisch sehr reif, aber kühl dabei. Und sehr herb. Also das hat fast schon teerige Noten. Mineralisch sehr. Macht richtig Spaß. Hat so ein bisschen so einen ganz leichten Cola-Ton, weißt du, was ich meine? Ohne die Süße, dieses... Ja, ja. Es ist so eine Mischung zwischen Süßholz, Süßholz und Schwarzwurzel. Und Kräuter. Das ist schon sehr gut. Das ist sehr kühl und fest. Kühl. So soll Burgunder schmecken. Mhm. Ich glaube, dass er nicht die Tiefe hat für 90, meiner Ansicht nach. Aber das, was er kann, das kann er verdammt gut. Ja. Da bin ich bei dir. Ja, wir sind... Also, sind wir beim ersten großen Gewächs in Rot? Ich glaube schon, ne? Das ist Heger, Vorderer Winklerberg. Reiht sich da ein, wo die Weißen das auch machen, ne? Das ist sehr stringent in seiner Qualität. Okay. 330088. Schöne Länge. Also, das machen wir schon echt dringend. Oh. Zu. Ja, aber jetzt machen wir auch von der Reintönigkeit und von der Noblesse einen Sprung. Das ist eine unheimlich betörende, geschliffene, dunkle, edle Frucht. Mit ganz feinen Kräuternoten und Gewürzaromen. Also das finde ich großartig. Schon vom Riechen. Nachvollziehen. Oder geht mir genauso. Und das hat auch Wacholder, aber das ist ganz, ganz fein. Tipp mich hier gleich. Vor lauter Glück. Sehr feines Tannin. Oh, das ist eine schöne Frucht. Also das ist wirklich eine Schönheit. Ja. Ganz neu. Ganz brillant. Da reichen wir 90 nicht. Mir auch nicht. Das ist viel zu fein. Die Frage ist natürlich, wie viel. Also wir werden ihn morgen
Schon, aber ich bin eigentlich schon bei zwei. Bin ich auch. Das ist so Ja. eine Traumfrucht. Sehr schön. Das hat auch wieder so ganz leicht pilzige Noten, aber auch das ganz nobel. Tolle Aromatik. Das möchtest du sofort ausdrücken. Das ist doch unglaublich. Das gibt es ja wohl nicht. Das ist Franz Kellers Spätburgunder S. Das ist noch nicht einmal ein großes Gewächs. Was für eine Schönheit. Drei drei null eins neun vier. Also da habe ich Gänsehaut. Mir bricht auch schon der Schweiß leicht aus. Puh. Das ist aber auch kein Unsinn. Ist ein bisschen fein im Speck drin. Das ist kühl geschliffen. Feine Suppenkräuternoten. Wirkt etwas. Ziemlich komplex. Ja, richtig. Ich empfinde ihn gar nicht als so kühl, was hier steht. Findest du nicht? Er ist nicht warm, aber für mich gar Ja. nicht so kühl wie der Vorgänger. Der war ja von, der war schon kalt. Es hat einen ganz feinen Suppen- oder Bratenfondton. Sehr konzentriertes Kräuter- und Gewürzaroma. Bisschen Wurzelgemüse. Umami wieder, ne? Nicht bei dir? Doch, mir fällt nur gerade die Konzentration auf. Das ist sehr fest, ganz dicht gewirkt. Das ist nicht so charmant wie der Vorgänger. Das ist ein bisschen bitterlicher mit diesen teerigen Holznoten. Teer hat er da, im Gaumen ist reingeschrieben, in der Nase noch nicht. Ah, das ist interessant, Aber die weil Nase dadurch, hatte das für mich auch. dass er nicht so kühl ist, wirkt er auf mich etwas zugänglicher als der andere. Echt? Ich finde ihn im Moment mit seinem Bitterton eher noch gar nicht zugänglich. Ich habe auch das erste Trinkdatum deutlich weiter weggesetzt, weil der braucht Zeit. Und es hat Länge und Kraft und Tiefe. Aber Ich finde, das ist so ein gutes Bitter. Ein Bitter, das klar, auch gar den keine Appetit Frage. anregt. Ganz sicher. Aber trinkreif ist es noch gar nicht. Nein, das wäre verwegen, das zu behaupten. Das hat eine sehr noble Frucht hinter diesem holzigen Bitter. Wird sich sehr schön entwickeln, glaube ich. Steht, glaube ich, auch gut. Jeden Fall. Boah, das macht Spaß. Sag ich heute so oft. Das ist irgendwie so ein Spaßjahrgang. Ne, wobei 13 ist der Spaßjahrgang bei Burgund und 14 der bei, also bei Pinot Noir und der 14er bei Weißen. Das ist Achkarener Schlossberg, großes Gewächs. 13, wie gesagt, bei den Roten. 13 ist für Spätburgunder ein Ausnahmejahrgang. Für Weiße war er das Ganze hier nicht, aber für Spätburgunder schon. 33009. Wie lang das ist, ha? Ja. Kuss ist fest. Fest, tief und recht dunkel. Getrocknet vegetabile Noten hat er auch. Ich Und finde ihn Pilze. schon komplex. Das ist unheimlich komplex.
Aber es gibt weniger her als der Vorgänger. Das wirkt total verschlossen gerade. Ja, aber er deutet oder zeigt tiefer an. Aber auch im Gaumen total zu. Das war gestern zugänglicher, weil das macht vollkommen dicht gerade. Das trocknet fast weg. Das braucht nur einen Tag, das kannst du heute überhaupt nicht abschließend beurteilen. Also jetzt ist es total zu. Es ist sehr konzentriert. Es hat Tiefe und es hat Länge. Aber es gibt fast nichts her. Ja, das ist schon toller Stoff, aber das brauchen wir morgen nochmal. Vollkommen zu. Wir sind wieder bei Weingut Keller. Schlossberg, Spätburgunder. Großes Gewächs. Da steht es mal nicht drauf, manchmal steht es drauf, manchmal nicht. Das ist komisch. Wie auch immer. Das ist ein Bombenwein, nur anfassen kann man gerade nicht. Okay, ich bin soweit. 330195. Habe ich ihn? Ja, klar. Ach so, hier ein Kandidat, der. Ja, nur der hat etwas Transparentes. Das hat die Farbe und der riecht auch so. Das hat eine ganz feine Würze vom Holz. Bisschen Nelke, aber dann kommen auch unheimlich feine rote und schwarze Beeren. Ein bisschen Rauch, bisschen Tabak. Ziemlich komplex. Sehr Tief. Ja, ich finde es auch extrem betörend. Das für eine Tiefe hat. Oh Mann, hier kommt schon die Tränen. Also das berührt einen echt, ne? Reif, aber überhaupt nicht überreif. Gewisse Wärme im Vergleich zu den anderen, also auf mich wird der nicht so kühl. Bisschen was Speckiges hat er, Kräuter. Das ist auch ein bisschen, also wenn ich das so sagen darf, der wirkt auf mich deutsch. Okay. Aber deutsch in ganz, ganz toller Form. In dieser rauchspeckigen Art und diesen, okay, kann ich, diesen kann ganz ich. Speziellen schwarzbeerigen Noten, die nicht nach Burgundklon schmecken, sondern nach Deutschen. Wenn ich das so sagen darf. Vielleicht stimmt es ja nicht. Ich kann mich ja total irren, aber es schmeckt halt alles so. Da gibt es eine Geschmacksnuance im Gaumen, bei der ich nicht weiß, wie ich sie. Sie erinnert mich an was, und mir fällt es nicht ein. Was ein Paradoxon ist, wenn ich sage, mich erinnert es dran, dann müsste es mir einfallen. Aber ich weiß, dass ich es kenne. Mir fällt es nicht ein. Du kannst es nur nicht benennen jetzt. Wir geben dem noch einen Tag. Aber das ist ein toller Wein. Völlig anders. Ja. Spannend. Oho. Das ist Dr. Heger. Häuslebode. Iringen, Winklerberg, Wanne. Also Wanne heißt dieses Gewann. Steht sogar drauf. Boah, die Länge ist der Hammer. 330 0090.
Also, da macht Deutschland gerade einen irren Sprung, was die Top-Spätburgunder angeht. Wir hatten bis vor kurzem nur zwei oder drei richtige Protagonisten, was die absolute Spitze angeht. Das ändert sich gerade. Gerade am Kaiserstuhl, da tut sich so. Boah, was ist das denn? Ja, genau. Ich habe mir gedacht, wann hört er auf zu reden? Puh, tief, herb, strahlend reintönig. Und ungeheuer fokussiert. Ja, genau. Das hat so präzise Konturen. Großartig. Boah, das riecht wie ein echter Grand Cru. Ja. Ganz toll und alles hochfein und komplex. Ganz, ganz feine Pilznote neben dieser hochnoblen Frucht und der irren Würze. Also irre deswegen, weil sie so unglaublich subtil ist. Jetzt wird's spucken schwer. Boah, ist das großartig. So konzentriert und dabei so fein und elegant. Berührend, also wirklich bis ins Mark. Da durchfährt einen der Schauer. Ja. Oh, Hilfe, ist das gut. Und ganz feine Salznoten. Puh. Dem gehen wir eben noch einen Tag und morgen trinken wir das dann aus. Boah, ist das gut. Naja. Also das zeigt, warum Pinot Noir vielleicht die größte aller Rotweinsorten ist. So fein. Und gleichzeitig so konzentriert und ausdrucksstark. Wenn man es kann. Also, wenn man mit der Rebsorte umgehen kann. Mein lieber Schwan. Ich will mir morgen nochmal anschauen, aber ich bin schon fast bei 95. Nein, natürlich. Wenn du Grand Cru in den Mund nimmst, dann muss es ja. So viele Grand Crus können das auch nicht. Puh. Das ist der Fritz Keller. Und ich sag's nochmal, mit dem besten Jahrgang seines Lebens. Oberrotweiler Eichberg, Spätburgunder. Großes Gewächs. Ohne Zusatzbezeichnung, außer diesem A. Früher hießen sie A, bis sie große Größe wurden. Jetzt hießen sie halt, heißen sie nebenbei immer ein bisschen A. Jetzt ist lang. 330192. Der will einen nicht zum nächsten Wein lassen. Das ist wie so ein treuer Hund, der einem am. Darf ich mir das selber einschenken, wenn du mich schon vergisst vor lauter Begeisterung? Jetzt ist ja wurscht, wir haben nur noch einen Wein. Also wenn du dein Glas hinstellen würdest. Ja. Puh. Anders. Anders? Das ist ein ganz nobler Speck. Das ist eine relativ dunkle Frucht. Das sind getrocknete so Brokkoli und so Sachen, getrocknet vegetabile Aromen. Ich bin schon fast bei Schlehen, also bei dunkler Beeren. Es ist dunkel, das stimmt. Tabak. Mhm. Nicht diese betörende Feinheit des anderen, des Vorgängers, aber eine ungeheure Dichte und und fast maskuline, herbe, breit, nicht breitschultrig, weil er ist ja überhaupt nicht dick. Aber gut trainiert. Ja, wirklich, ja. Kraftvolle Art. Obwohl das herb und kühl ist.
so ein Konzentrat. Dunkel, dicht, konzentriert. Ziemlich kompakt. Ein bisschen bitteres Holz. Ich finde, er hat was Rassiges. Ja. Was im Moment noch ein bisschen stört, ist so dieser Holzkohlenton, der das Eisen ein bisschen abbittert. Das braucht unbedingt Zeit. Na? Ich würde den mir auch nochmal anschauen. Okay, gute Idee. Er schafft es in der Feinheit nicht ganz an den Schlossberg, aber es ist ein großartiger Wein. Also da erleben wir gerade eine, wie soll ich sagen, einen Wandel am Kaiserstuhl zu immer noch feineren, tieferen, kühleren Weinen. Das ist Dr. Hebers Rappenegger. Also wir reden da wirklich von Grand Cru Qualität. Das ist. Und das gab es am Kaiserstuhl noch nicht oft. Und jetzt gibt es gleich mehrfach. Der Bernhard Huber hat es abseits vom Kaiserstuhl in Matterdingen schon gemacht die letzten Jahre. Aber jetzt zieht der Kaiserstuhl wirklich massiv nach. Ganz, ganz groß. Also, wir sind begeistert. Man merkt es, denke ich. Vielen Dank fürs Durchhalten bis dahin. Das war jetzt das dritte Video heute. Wir sind jetzt auch genug angeschlagen. Na, angeschlagen. Wir haben was gehabt. Wir haben was geschafft. Es reicht jetzt. Spaß hat es gemacht. Ein Teil gibt es morgen nochmal, dann wahrscheinlich aber nicht auf Video. Aber das kann man dann auch nachlesen. Schön, dass Sie durchgehalten haben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.